Guten Morgen, Wanderfreunde. Thomas vom Wanderblog. Ich begrüße euch. Heute sind wir in der Eifel unterwegs, genau genommen in Kronenburg. Das ist ein Ortsteil von Dahlem. Hier beginnt unser Wanderweg. Die Strecke ist ungefähr 23 Kilometer lang und hat 490 Höhenmeter. Ja, ich bin nicht alleine unterwegs. Heute, diesmal dabei, ist der Martin. Moin. Von Unterwegs mit Martin. Grüß dich, Martin. Schön, dass du dabei bist. Ja, wir beide machen heute diese Wanderung und ja, wenn ihr Lust habt mitzukommen, dann bleibt dabei. So, jetzt sind wir an der Grenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Hier haben wir auch so ein Grenzschild. Ja, hier führen noch verschiedene Wanderwege vorbei. Der Schneifelpfad zum Beispiel und der Pilgerweg hoch auf den Steinert. Ja, der Steinert, da gehen wir gleich auch hoch, beziehungsweise müsste da oben, glaube ich, sein. Das ist der Steinert, ich glaube 620 Meter ist der hoch. Und ja, die Wege sehen ein bisschen matschig aus auf jeden Fall. Das kann auf jeden Fall spaßig werden. Würde ich sagen, weiter geht's. Weiter geht's. Auf jeden Fall. Kann drum rumgehen. Mann, Leute, was für ein Weg. Guckt euch das an. Richtig matschig ist das hier. Wir haben gleich 20 Kilo Schlamm unter den Füßen. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, jetzt sind wir hier an so einem, ja, keine Ahnung, ob das ein Lost Place ist oder sowas. Ein ganz komisches Gebilde hier. Irgendwie, da fällt auch ein bisschen runter. Hier ist auch so ein Rohr. Ja. Tja, keine Ahnung, was das sein soll. Sieht auf jeden Fall sehr kurios aus. Martin weiß auch nicht, was es ist. Sind gerade ein bisschen am Rätseln, was das sein soll. Ja, wir gehen jetzt runter vom Steinert. Immer noch auf matschigen Wegen. Bis später. So, die Ortschaft Halsschlag haben wir jetzt durchquert und verlassen. Ja, Halsschlag liegt schon in Rheinland-Pfalz. Und ja, jetzt geht es weiter durch die Felder. Ich weiß auch gar nicht, wo die Grenze ist. Wir müssen gleich wieder nach Nordrhein-Westfalen. Also wir wandern Richtung Frauenkron. Ja, der Martin ist auch noch neben mir. Das ist übrigens die vierte Tour, ne? Wo wir zusammen wandern gehen, ja, meine ich. Ne? Also waren das letzte Mal waren wir beim Wandermarathon Bad Sobernheim. Ne? Bad Sobernheim. Sobernheim, also den Namen kann ich mir nie merken.
verlinke ich euch mal hier oben irgendwo. Und davor haben wir uns schon getroffen beim Megamarsch in Köln und bei der Community-Wanderung vom Sebastian. Genau. Also das ist jetzt die vierte Wanderung. Ja, dann würde ich sagen, bis später. Ja, das ist Komoot. Also Komoot hat auch seine Tücken. Ja, normalerweise soll man hier lang gehen, irgendwie. Aber da ist alles abgesperrt. Hier ist kein Weiterkommen auf jeden Fall. Aber ist nicht schlimm. Wir haben ja hier diesen Asphaltweg. Den gehen wir jetzt einfach weiter, umrunden quasi diesen Hügel hier vorne. Und dann kommen wir wieder auf den richtigen Weg. Aber wie gesagt, dieser Weg ist nicht begehbar. Sagst du dazu, Martin? Ja, begehbar schon, aber wahrscheinlich schwierig. Ja, ein bisschen schwierig. Das wollen wir jetzt nicht riskieren. Wir wollen auch nicht verletzt werden, irgendwie wegen Stacheldrahtzaun oder sowas. Ja, weiter geht's. Ja, das war gerade eine schöne Allee auf jeden Fall. Frauenkronen haben wir ja hinter uns gelassen eben. Und da haben wir auch die junge Kill gesehen, also ein Fluss, der auch vor 1,5 Jahren also richtig Probleme hatte mit der Flutkatastrophe. Also das Hochwasser war da richtig krass gewesen. Und die Kill, die war mit der A und der Erft einer der Flüsse, die ziemlich über die Ufer gestiegen ist. Ja, wir wandern jetzt Richtung Berg, haben jetzt ungefähr Kilometer 13. Und ja, wir schauen mal, ob wir gleich einen schönen Rastplatz finden, wo wir mal ein Päuschen machen können. Und so lange, langsam habe ich auch Hunger und Durst. Jo, dann würde ich sagen, bis später. Gut behütetes Päuschen, haben wir selten das, ich hatte die auch. Ja. Dankeschön. Ja, da ich kein Biertrinker bin, müssen wir leider hier mit Cola anstoßen. Ich habe aber heute Morgen, habe ich extra noch ein Bitburg angehalten bei der Bitburger Brauerei. Keine Werbung. Ich habe noch eine Flasche, nicht gestohlen, sondern gekauft. Ja, dankeschön. Ja. Martin. Müssen wir mit Cola anstoßen. Prost. Ah. Schmeckt das? Ist lecker. Hm? Süffig. Sonderabfüllung für Wanderer. Ja, sehr gut. Okay, ist okay. So, die Pause ist jetzt zu Ende. Wir haben uns gut gestärkt mit lecker Wurstbrötchen und lecker Bierchen. Ja, wir gehen doch schon ganz komisch. Was wir auf jeden Fall merken, es ist also richtig frisch geworden. Ne? Ja, also, ja, ja. Am Anfang haben wir noch gesagt, es ist ziemlich warm. Ja, auch. Ne? Und jetzt also kühler Wind kommt auf, so richtig kalt geworden. Die Temperatur weiß ich leider nicht. Da haben wir ja auch gar kein Internet irgendwie, leider. Aber schon richtig frisch und nach der Pause merkt man das also richtig. Ja, es muss erstmal ein paar Meter, Kilometer gehen. Dann sind wir auch wieder aufgewärmt. Und ja, dann würde ich sagen, melde ich mich gleich wieder. Ja, das
sind wir wieder auf so einem Weg, der leicht zugewachsen ist. Aber das geht auch irgendwie alles. Also das ist wahrscheinlich ein ehemaliger Forstweg oder sowas. Und da vorne sehe ich auch schon das erste Hindernis. Gucken wir mal, ob wir da vorbeikommen. Kann man da vorne sehen vielleicht. Was für ein Weg, Leute. Das war auf jeden Fall mal ein Weg. Aber da vorne sehe ich wieder einen richtigen Weg. Das ist sehr schön. Kleines Abenteuer, das haben wir jetzt überstanden. Muss auch mal sein. Bis später. So, die Ortschaft Basem haben wir jetzt verlassen. Wir haben jetzt Kilometer 20. Da, wie ihr merkt, es ist ziemlich windig. Ich hoffe, man versteht nicht. Und ja, viel zu filmen gibt es leider nicht. Ihr seht, überall Felder. Ach, das ist der Martin. Ah, ja, der ist auch. Ja, also alles, alles grüne Wiesen, also saftige Wiesen für die Kühe. Und ja, aber wir werden ein paar Highlights auf jeden Fall sehen. Und zwar gleich den Doppelkalkofen und ja, die Burg Kronenburg natürlich auch, die werden wir auch noch sehen. Also da würde ich sagen, bis später. So, jetzt sind wir am Doppelkalkofen. Jetzt sind wir mal hier drin. Also sehr interessant auf jeden Fall. Ich hoffe, man sieht mich. Hier wurde also Kalk gebrannt, wie der Name schon sagt. Klar. Gehen wir hier auch mal rein. Martin filmt auch. Ja, sehr schön. Gucken wir mal, wie ein Lost Place, aber das ist halt so ein Denkmal. Hier gehen wir auch noch mal rein. Dann kann man es noch besser sehen. Ja, da kann ich euch mal eine Anekdote erzählen. Und zwar war das so, vor Jahren bin ich hier auch mal gewesen und habe gedacht, ich könnte die Wanderung schön hier am Doppelkalkofen starten. Und hier gibt es auch einen Parkplatz, habt ihr ja eben gesehen, das Schild und der Weg kann man ja ganz normal begehen. Beziehungsweise man kann mit dem Auto da reinfahren. Ja, aber das ist leider nicht so. Ich bin halt diesen Weg zum Parkplatz gefahren. Ja, das erwies sich als Sackgasse einfach. Da war nichts. Das war nur ein kleiner Weg, der irgendwann aufhörte. Überall Gebüsch und Sträucher. Ging nicht mehr weiter. Und da musste ich Rückwärtsgang einlegen und wieder zurückfahren. War gar nicht so einfach. Hätte mich fast festgefahren. Also dieses Schild, Doppelkalkofen für den Parkplatz, ist absoluter Schwachsinn. Also da kann man nicht parken. Aber trotzdem eine schöne Anlage, finde ich. Und ja, da würde ich sagen, gehen wir mal weiter, ne? Ja, oh Leute,
Was für ein Anstieg. Mann, oh Mann, oh Mann. Es geht über so eine Wiese. Und da vorne kann man es mal sehen. Da ist der Doppelkalkofen. Und daneben, ja, das ist eine Lore. Und da soll auch der Parkplatz sein. Also der angebliche Parkplatz. Habe ich ja eben erzählt. Ja, also richtig anstrengend. Vor allen Dingen, wenn man die ganze Zeit auf flachem Gebiet war, wie der Martin schon sagte, und dann geht der Weg steil aufwärts, ne? Ja, das, wo soll ein steiles Spaziergang gehen? Das merkt man schon, da denke ich, ja. Weiter geht's. Ja, du hast ja länger Haar wie ich. Hm? Letzter Kraft. So, jetzt sind wir angekommen an der Burg Kronenburg. Da seht ihr sie, beziehungsweise das ganze Gelände hier. Eine reinste Ruine. Ja, der Aufstieg, habt ihr auch gesehen. Da waren so, ja, so Filmplakate, Ausschnitte vom Film Wilhelm Tell. Der wurde hier in den, ja, ich glaube in den 20er Jahren als Stummfilm hier gedreht und die ganze Kulisse wurde als Film in den Film mit eingebunden. Auch hier die Ruine und so. Der Stausee natürlich nicht, den gab es damals noch nicht. Das ist der Kronenburger Stausee, da haben wir gestartet eben. Überall Informationstafeln, sehr interessant auf jeden Fall. Ja, Vorteil ist bei dem Wetter. Und hier sind wir die einzigen hier. Das ist schon mal sehr schön eigentlich. Wetter, wie ihr seht, immer noch ziemlich bewölkt und windig, kühl. Aber es geht eigentlich. Ja, Kronenburg immer wieder ein schönes Ausflugsziel, finde ich. Besonders im Sommer. Aber da ist auch deutlich mehr Tourismus. Und überall so schöne Häuser, alte Häuser. Aber da gehen wir gleich noch durch. Da gibt es so einen schönen historischen Ortskern. Auch die Kirche. Richtig klasse. Und du warst noch nie hier, Martin? Nee. Noch nie hier? Noch nie warst hier. Das ist also richtig toll hier, finde ich. War eigentlich schön ruhig heute. Ja, heute ist echt ruhig. Hier nochmal das Geländer. Der Ruine. Ja, und weiter geht's. So, die Wanderung geht jetzt zu Ende. Uns hat der Wanderweg gut gefallen. Hauptsächlich ging es über breite Feldwege mit schönen Aussichten. Highlight natürlich der Kronenburger See, die Kühl und zum Schluss der Doppelkalkofen und die Burg Kronenburg. Ja, und dann danke an Martin. Gerne. Für die Wanderung. Schön, dass du dabei warst. Ja, war sehr schön. Wie hat dir der Weg gefallen? Der Weg war schön, wie gesagt. Ja. Muss ich immer viele Highlights haben auf Wanderungen. Genau. Ich das Beste unterhalten und die Burg war ja auch schön, der Ofen, alles tippitoppi. Wunderbar. Genau, also gerne wieder. Auf jeden Fall können wir gerne wiederholen. Hat auch Spaß gemacht mit dir. Ja, bleibt mir noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal.
euer Thomas und Martin. Ciao.